Mehr Geld für rund 2 Millionen Erwerbsminderungsrentner ab 2025. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, der Referentenentwurf des Bundesministers für Arbeit und Soziales zur Änderung der Sozialversicherungsrechengrößen sieht es vor, dass sich die Bezugsgröße, das ist ein Rechenwert aus dem Sozialgesetzbuch Nr. 4 zum 1. Januar ändert. Diese Bezugsgröße steigt und damit steigen auch die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Wir haben davon schon berichtet, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich nochmal auf konkrete Nachfrage eines Kunden aus dem Internet nochmal ganz klar sagen, was sich hier tut. Bei Renten wegen voller Erwerbsminderung steigt der anrechnungsfreie Jahresbruttoverdienst von 18.558,75 € im Jahr 2024 auf 19.661,25 € im Jahr 2025. Und bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung steigt dieser Betrag von 37.117,50 € im Jahr 2024 auf 39.322,50 € im Jahr 2025. Individuell können sich bei Rentnerinnen und Rentnern, die eine teilweise Erwerbsminderung haben, deutlich höhere Hinzuverdienstgrenzen ergeben. Das muss dann aber nochmal genauestens berechnet werden. Diese Hinzuverdienstgrenze von 39.322,50 € ab 2025 ist eine Mindesthinzuverdienstgrenze. Sie ist ein Bruttobetrag. Gleichsam auch diese Hinzuverdienstgrenze bei voller Erwerbsminderungsrente ab 2025 19.661,25 € auch ein Jahresbruttobetrag ist. Man kann diese Beträge nicht quoteln oder herunterbrechen auf 12 Monate und dann eine Monatsmindesthinzuverdienstgrenze festlegen. Das ist gesetzlich nicht vorgesehen. Solche Meldungen, dazu mache ich noch ein extra Video, sind schlicht und ergreifend falsch, meine Damen und Herren. Ich mache es mal an einem Beispiel. Wenn Sie ab 1.6.2025 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung erstmals erhalten, dann dürfen Sie in der Zeit vom 1.6.2025 bis zum 31.12.2025 genau diese 19.661,25 € brutto dazu verdienen. Der Gesetzgeber schreibt Ihnen nicht vor, in welchem Monat Sie diese Hinzuverdienstgrenze erreicht haben, sondern er sagt schlicht und ergreifend, wenn du, lieber EM-Rentner, wir wollen ja, dass du auch noch weiter ein bisschen arbeitest, dann die 19.661,25 € brutto nicht als Hinzuverdienst erreichst, dann wird nichts an die volle EM-Rente angerechnet. Übersteigt dann dein Einkommen, dann wird es zu 40% das übersteigende Einkommen dann an die EM-Rente angerechnet. So ist die Gesetzeslage, meine Damen und Herren, und deshalb bitte da auch nicht verrückt machen lassen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland aktuell laufend rund 2 Millionen EM-Rentnerinnen und EM-Rentner, die monatlich die EM-Rente als Bezüge erhalten, entweder als Dauerrente oder als befristete Rente. Das ist egal. Für beide gleich gilt, also für beide Gruppen gilt oder gelten diese Hinzuverdienstgrenzen gleichsam. Das heißt also, da gibt es auch keine Unterschiede. Also der Gesetzgeber unterscheidet nicht. Gibt es eine höhere oder niedrigere Hinzuverdienstgrenze, weil meine Rente möglicherweise nur befristet gewährt wird? Das ist alles so nicht vorgesehen. Ja, meine Damen und Herren, das sind wirklich mal ganz gute Nachrichten. Ich sage ganz einfach, ich gönne es jedem, der in der Lage ist, noch neben der Rente einen kleinen Verdienst zu haben. Zum Beispiel meinetwegen monatlich 538 € als Minijob oder auch gerne ein bisschen mehr, meine Damen und Herren. Aber lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen. Es gibt keine monatliche Mindesthinzuverdienstgrenze. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knüppel.